Heute sind wir in Belgien, wo gerade zwei kleine Seehunde an der Küste gerettet wurden. Tatsächlich stranden jährlich hunderte kleine Robben an der Küste, doch glücklicherweise gibt es das Einsatzteam Sea Life in Blankenberge, das den beiden helfen konnte. Wir haben dieses Seehundbaby hinter mir abends gerettet. Der Anruf kam gegen 20 Uhr, dass ein Babyseehund am Strand von Blankenberge gesichtet wurde. Wir sind sofort hingefahren und schnell war klar, dass der Kleine seine Mutter verloren hat. Wir nahmen ihn gleich mit in unsere Seehundklinik und der Tierarzt stellte fest, dass es ihm sonst gut geht, aber er unterernährt ist. Man schätzte das Alter beider Babys auf gerade mal 4 Wochen und in diesem jungen Alter wären sie wohl gestorben, wenn sie nicht an der Küste entdeckt worden wären. Im Sea Life haben sie sogar schon einige Fans. Ich habe es erst neulich in den Nachrichten gesehen, wollte mir die beiden mal anschauen und sie sind einfach unglaublich süß. Die zwei kleinen Seehunde werden erst einmal im Sea Life in Belgien bleiben, bis sie 6 Monate alt sind. Danach soll es wieder ins Meer gehen. Und dann bleibt zu hoffen, dass sie sich in Zukunft vom Strand fernhalten.